Im schönen Städtchen Illertissen bereitet sich Florian Bach in diesen Tagen auf seine Diakonweihe vor. Sein Weg hat ihn dabei aus der Heimatpfarrei St. Nikolaus in Pfronten bis hierhin geführt. Vom Zimmereibetrieb der Eltern und den drei jüngeren Geschwistern über sein Theologiestudium in Augsburg und Wien bis hin zur Verwirklichung des Berufswunsches Priester. Ich war immer in der Kirche und in der Pfarrgemeinde in Pfronten zu Hause und bin so reingewachsen in das kirchliche Leben. Ich war Ministrant und habe die Pfarrgemeinde als meine Heimat entdecken können und war da schon geprägt von verschiedenen Priesterpersönlichkeiten, vor allem auch von einem Priester. Aber ich wurde überhaupt nicht gedrängt und irgendwann kam dann der Moment, wo es darum ging, meinen Berufswunsch in Worte zu fassen. Und da war dann auch der Wunsch des Priesters schon irgendwie präsent. Und auf einer Wallfahrt nach Altötting kam dann so der letzte Gedanke, als ich Seminaristen kennenlernte, genau, kam der Gedanke eben auch, mein Leben als Priester Gott zu schenken. Florian Bach fährt gerne Ski, joggt, schwimmt und liest gerne. Seinen Weihetag erwartet er mit frohem Herzen und einer gewissen Nervosität. Kraft gibt ihm da sicher sein derzeitiger Lieblingsspruch: Bei Gott nah zu sein ist meine Freude. Nur ein Katzensprung ist es von Illertissen nach Senden. Hier besuchen wir den aus Gutenberg im Allgäu stammenden Johannes Prestele. Er zeigt uns seine Kinderbilder. Wir sehen, schon sein Großonkel war Pfarrer. Er kommt aus einer gläubigen Familie, ist mit der Kirche aufgewachsen. Seine Familie ist dem Fußballfan wichtig. Nach dem Abitur leistete er seinen Zivildienst in einem Hamburger Kinderhospiz. Danach studierte er Politikwissenschaft in Berlin. Hier fiel die Entscheidung, Priester zu werden. So eine einschneidende Entwicklung war auf jeden Fall, als ich im Zivildienst dann in Hamburg war und dann eben auch in Berlin das Studium begonnen habe, wo ich eben eine ganz andere Kirche erlebt habe, eben eine Kirche, die mit 5, 6, 7% Katholiken, Gemeinden, die aber unheimlich lebendig sind, auch unheimlich international. Und da war dann schon in Berlin gerade auch die Pfarrei, hat mich sehr geprägt und vor allem auch der Pfarrer, zu dem ich irgendwie einen sehr, sehr engen Draht entwickelt habe. Und irgendwie habe ich eben da gemerkt, dass das, was er als Priester machen darf, für mich persönlich das Schönste und Sinnvollste ist, was es auf der Welt gibt, weil er eben etwas macht, was er nicht aus sich selber heraus macht, sondern was er einfach von Gott her macht. Heute steht für Johannes Prestele noch ein Taufgespräch auf dem Programm, eine Aufgabe, die er in den nächsten Jahren noch oft haben wird und die er gerne erfüllt. Nach der Diakonweihe wird er weiter in Senden mitarbeiten. Nur Erwachsenen Deutsch reden. Anders Manuel Bege. In Dillingen in der wunderschönen Kirche St. Peter hilft er beim Gottesdienst mit. Nach der Weihe wird er wieder nach Rom gehen, wo er schon 3 Jahre studiert hat. Dabei hat er seinen Berufsweg anders begonnen, nämlich mit einem Medizinstudium bei der Bundeswehr. Als er bei einem Gottesdienst die Namen von Verstorbenen verlas, die ihre Körper für die Anatomiekurse zur Verfügung gestellt hatten und dabei die Reaktion der Angehörigen miterlebt hatte, war das für ihn ein einschneidendes Erlebnis. Und dort habe ich dann das gefunden, was für mich das Leben ausmacht. Nämlich Leben ereignet sich in einem Gefüge von Menschen, also in einem Miteinander. Und dieses Leben scheint dadurch. Den Mensch kann man also nur verstehen, wenn man ihn in der Gemeinschaft mit seinen Mitmenschen anschaut. Das ist es, was den Menschen ausmacht. Und dieses Leben, was dadurch scheint, das habe ich für mich erkannt, ist nichts anderes als das Leben Jesu Christi, des Auferstandenen, der dann auch dafür sorgt, dass der Verstorbene, um den wir trauern, eben trotzdem noch Teil dieser Gemeinschaft ist, nämlich weiterlebt. Manuel Bege hat 2 Geschwister und schon 3 Neffen und Nichten. Sein Vater ist Maurermeister, seine Mutter Bürokauffrau. Er gestaltet gerne am und mit dem Computer, mag Spaziergänge und trifft sich gerne mit Freunden. Dinge, die die meisten jungen Menschen tun. Und doch sind Florian Bach, Johannes Prestele und Manuel Bege etwas Besonderes. Sie widmen ihr Leben vollständig ihrer Berufung.